Fast 4 Monate haben wir unser Haus auf Mallorca alleine gelassen, aber heute geht es endlich zurück auf die Insel. Wir schauen, wie weit die Baustelle ist, ob alles geklappt hat, was wir am Haus ändern wollen. Und natürlich haben wir unsere Koffer randvoll gepackt mit allem, worauf wir auch auf Mallorca nicht verzichten wollen. Wir sind back, zum ersten Mal mallorquinische Sonne wieder hier. Voll gepackt mit allen Sachen. Wir sind zurück, ich freue mich so. Und das Schönste ist, dass es jetzt noch so leer ist und hier wird hier nicht weggedrängelt. Hier ist fast niemand gerade, das ist echt krass. Der Flughafen ist so leer. Ich freue mich schon seit Wochen so aufs Haus wieder. Jetzt kurz zum letzten Mal einen Mietwagen hier vorne holen, weil bald haben wir ein eigenes Auto hier. Das ist er. Wir haben das kleinste Auto bekommen, Leute. Ob wir hier alles reinbekommen? Wir haben bald ein größeres Auto. Was nicht passend ist, wird passend gemacht. Oh mein Gott. Jenny hat einfach einen Entsafter hier reingepackt. Der ist randvoll, dieser Koffer. Das hier noch schnell. Komm, 4 Koffer. Boah, gut gemacht. Gar kein Problem. Gut gemacht, mein Schatz. Oh, yes. Schaltgetriebe. Oh nein! Gerade erst wieder Wiesmann gefahren. Da brauche ich das hier, weißt du? Geht aber an. Ja, an geht. Geht an direkt. Und ein abgeflachtes Lenkrad, weißt du, hier S-Line, Sportausstattung. Das ist. Das läuft doch hier. Oh, du bist nicht angeschaltet. Raus hier. Ab geht's, Leute. Nach Hause. Home is where I can find some peace of mind to make my own way. I don't know where I will end up, but I'll find it someday. Keep on searching, engine burning while we're turning it around. But don't get left behind on the road. Und wir sind wieder zu Hause. Ich habe 4 Monate nicht gebraucht, aber funktioniert auch nicht mehr. Perfekt, doch jetzt. Oh, Steve. Oh, mein Roller ist sogar wieder da. Oh, dieser Sonnenuntergang vor uns. Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Der Hammer einfach, Leute. Oh, schaut euch das mal an. Oh mein Gott, willkommen zurück zu Hause. Oh mein Gott, wir sind zu Hause. Oh, was ein schöner Himmel. Also Mallorca begrüßt uns wirklich hier mit einem unglaublichen Abendhimmel. Wirklich. Und das Meer. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ja, wenn ihr nur so abwesend seid. Es ist einiges passiert, Leute. Wir haben uns Pflanzen gekauft, die wurden schon mal geliefert. Die sind noch nicht in richtigen Töpfen und nicht verteilt, aber das hier waren wohl schon mal 100 Orangen oder so dran, also unendlich viele. Boah, die sehen richtig schön aus. Die sehen auch hübsch aus. Ja, hier ist auch noch einiges an Erde oder Substrat hier. Gut, die Terrassenmöbel sind ein bisschen überdeckt. Ne? Hier war ja Baustelle. Hier sieht man auch schon etwas, was noch nicht fertig ist. Aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was das noch werden soll. Das könnte hier um den Terrassenbereich nämlich eine coole Verkleidung sein. Und jetzt hier unser Pool. Oh mein Gott. Wir haben eine Treppe. Der Hammer, wir haben jetzt eine Treppe in den Pool rein. Ihr seht, es ist noch nicht ganz fertig. Es sollte eigentlich fertig sein. Natürlich ist es noch nicht fertig, wie immer mit Baustellen. Aber das, was ihr hier seht, hier wird auch noch zugemacht. Da bekommt dann ein Roller, der dann über den Pool rüberfahren kann. Also eine Abdeckung, Solarabdeckung, wodurch man auch dann die Wärme im Pool behalten kann. Wir haben auch eine Wärmepumpe für den Pool. Plus halt, also man kann dann hier wirklich drauf liegen. Also hier wird sozusagen ebenerdig und dann kannst du im Wasser liegen, chillen und diesen Ausblick haben. Und wie sieht dieser Himmel bitte gerade aus, Alter? Schau dir das an! Und dieser Übergang hier, Leute, ja, wenn ihr euch noch daran erinnert, wie das aussah mit den alten kaputten Naturstein und jetzt ist es einfach hier einfach perfekt. Weißt du, hier wird man jetzt so chillen dann einfach. Diese Treppe, ich komme da nicht drauf. Klar, das sieht aus wie ein neuer Pool, komplett, obwohl es eigentlich derselbe Pool ist. Das hier, es wird alles noch sehr anders aussehen. Es sollte eigentlich schon alles fertig sein, es gab eine Verzögerung, wie immer. Sei es drum, jetzt sind wir mit dabei, jetzt können wir auch mal ein bisschen hier vor Ort mitpushen. Und wir müssen jetzt mal reingucken, Leute. Oh ja, stimmt. Oh Gott, jetzt freuen wir uns noch. Wisst ihr, gleich drinnen, da fangen wir an zu heulen. Mal sehen, was da drin alles passiert ist. Es gab nämlich auch diverse Stromausfälle, während wir weg waren, während der Bauarbeiten irgendwo Kurzschluss. Aber ich freue mich auch einfach, wieder hier zu sein, Leute, weil wir ja so viel mehr Platz als in Köln haben. Willkommen zurück. Es ist ein Schuh ausziehen, ja, man ist zu Hause. Und hier ist zum Beispiel was Neues, Leute, nämlich die Nachttische für unsere Gäste. Kannst du auch mal nehmen, ne? Bringen wir die einmal hier direkt ins Gästezimmer rein. So sieht's hier aus. Der gehört eigentlich woanders hin, aber jetzt haben unsere Gäste zum ersten Mal einen richtigen Nachttisch. Also so ein Mini-Nachttisch, hat er mit 3 Monaten Lieferzeit gehabt. Und es war wirklich auch gar nicht so einfach zu finden, weil ihr seht, es müsste schmal sein und schön hoch. Passt perfekt hier rein, Leute. In unseren ganzen Stil und zu unserem
Emma Bock-Sprengbett. Damit sind wir immer noch so zufrieden, Leute. Unsere Gäste träumen auch davon, wenn sie wieder zu Hause und nicht bei uns sind. Ja. Das stimmt, jeder schwärmt davon. Allein schon unsere Gäste haben schon mehrere Emma-Betten verkauft mittlerweile. Ja. Aber es ist einfach so ein nices Bett. Also falls ihr Emma noch nicht kennt, die machen Betten, Matratzen oder auch Topper. Also wenn ihr schon irgendwie ein Bett habt und einfach ein bisschen Upgrade haben wollt, ist immer auch so ein nices erstes Upgrade, so ein Topper sich zu holen, den man einfach auf die Matratze rauflegt. Gibt es in verschiedensten Größen. Und das alles zu fairen Preisen. Man kann es einfach bestellen. Es wird dann zu einem kostenlos geliefert. Und ihr könnt dann 100 Nächte Probe schlafen. Sollte es euch in der Zeit nicht gefallen, was ich nicht glaube, könnt ihr es nämlich dann kostenlos auch zurücksenden. Echt eine coole Sache. Wir haben hier halt das absolute Premium-Modell, ne? Also ein Boxspringbett von Emma mit Stauraum drunter auch noch. Gibt es natürlich alles auch in verschiedenen Farben. Klickt euch am besten einfach mal selbst durch auf der Website von Emma. emma-matratze.de/felixdream. Benutzt am besten den Link in der Beschreibung oder hier den QR-Code, denn gerade ist Ostersale bei Emma. Es gibt viele Rabattaktionen. Plus, Leute, ganz wichtig, wenn ihr meinen Code FELIXDREAM benutzt, spart ihr nochmal 5% on top. Also zusätzlich zu den Rabattaktionen, die es eh gerade schon gibt, nochmal 5% sparen. Also nicht vergessen, FELIXDREAM, alles groß geschrieben, steht auch in der Beschreibung oder geht hier über den QR-Code. Und dann könnt ihr vielleicht auch bald so entspannt schlafen wie unsere Gäste. Aber wir laufen erstmal runter. Und schauen mal, wie das hier aussieht. Oh, Chaos. Chaos. Wir haben sich alles reingeräumt von draußen. Was ging? Oh mein Gott. Hallo! Mann! Hast du 4 Monate auf uns gewartet? Miau! Mann, du hast auf uns gewartet! Wie krass bist du denn? Miau! Das ist noch genauso scheiße wie vor 4 Monaten. Oho, was hast du da? Eine ganze Packung. Die Schüssel ist ja auch noch da. Ja. Wo bist du da hingerannt? Ja. Wovon hast du dich eigentlich ernährt, als wir weg waren? Du tust immer so, als ob du ohne uns verhungern würdest, ne? Also das kannst du gut, Miau. Miau. Ey. Miau. Oh mein Gott! Ich fand's nähernd. Wie als ob sie 4 Monate gehungert hätte. Ja, wirklich. Alles klar. Ey, du musst doch mal Platz lassen. So, bitteschön. Das ist eigentlich so süß. Oh, oh, sorry. Nein, das geht nur bei Nassfutter. Das haben wir doch gelernt. Stimmt. Ja. Bei Trockenfutter ist sie nicht so traurig. Da ist sie so, oh, das kriegt dann jeder. Die ist eine Schauspielerin, ist die. Aber süß ist sie halt. Man sagt immer, dass Haustier... Das Haustier spielt den Besitzer wieder. Ja. Also das ist aber es ist keine ganz eine wilde Katze, ihren eigenen Willen. Die war vorhin schon hier in der Gegend und wenn wir mal nicht da sind, kommt es erscheinend ja auch gut über die Runden. Ja, wow, wir haben einen Outdoor-Tisch steht hier. Ja, ich weiß auch nicht, wann wir den wieder raustragen, weil noch ist ein bisschen Baustelle draußen. Wenn auch nicht mehr so staubig, wie während wir weg waren. Oh, jetzt aber erstmal wieder hier aufs Sofa chillen, Leute. Hammer. Ich bin auch richtig geflasht gerade. Ich kann gerade gar nicht glauben, dass das hier unser Haus ist. Gar nicht. Es fühlt sich eher an, als hätten wir gerade so einen Urlaub gebucht. Wir sind jetzt hier so ein paar Tage. Nee, für mich muss ich wirklich sagen, es fühlt sich nach zu Hause an. Echt? Ja. Es fühlt sich schon fast mehr als Köln nach Hause, oha, zu Hause an. Krass. Weil Köln ist cool, aber Köln ist auch so unser Space, aber es war so wie ein großes Hotelzimmer, weißt du, wo man immer wieder hinkommt. Mhm. Obwohl ich da ja 6 Jahre jetzt schon wohne. Aber hier, das ist wirklich halt das Zuhause. Obwohl gerade alles vollgestellt ist. Es ist alles so riesig, darauf komme ich einfach gar nicht klar. Es ist so groß. Kaffeemaschine hier, perfektes Setup wieder am Start. Und sind die verschimmelt? Nö, die sehen noch gut aus. Abendessen haben wir heute auch schon mal. Wie sieht's Eisfach aus, ist die Frage. Es war ja immer mal wieder Stromausfall. Ist Wasser drin oder? Man sieht es ja eigentlich, dass an den Eiswürfeln. Das Eis ist festgeklebt am Boden. Nein. Aber ja, es sind noch einige Eiswürfel fast komplett. Also das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass nie ewig Stromausfall war. Wie sieht der Kühlschrank denn aus? Was haben wir denn noch hier übrig gelassen? Ja, aber kein Schimmel nirgendwo, nix, ne? Ja, alles in Ordnung hier. Hier auch, Leute, das Allerbeste gibt's in Deutschland nicht. Coca-Cola, ganz normal mit Zucker, aber sin Caffeine, also ohne Koffein. Das ist meine Lieblings-Cola. Die ist so nice und die kann man eben auch noch abends trinken. Game Changer, sag ich euch. Sieht wirklich alles genauso aus, wie wir es verlassen haben. Das ist echt krass. Als wären wir wirklich so eine Woche weg gewesen. Und wir waren fast 4 Monate. So krass. Ich hätte es mir echt ein bisschen schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Ich dachte, jetzt überall so eine Staubwolke kommen wir schon. So wie bei dem Wiesmann eigentlich. So, okay. Ich dachte, so sieht es hier aus. In Köln ist nach einer Woche schon Staub. Ja, ich weiß auch nicht, warum hier kein Staub ist. Hier ist kein Staub. Also ein ganz bisschen. Also, aber es ist fast gar nichts. Aber hier war niemand zum Staubwischen eigentlich. Also, das hat die Katze gemacht. Die Katze hat es einmal gemacht. DJ Set auch noch am Start, DJ Shani Dakota. Ich freue mich so darauf.
Und damit guten Morgen, Leute, aus Mallorca. Wie nice ist es bitte, mit diesem Blick hier aufzustehen. Die Sonne scheint, es ist warm, es ist so schön. Ich habe ja auch schon wieder hier häuslich in meinem Büro eingerichtet. Gaming-Video gerade geschnitten, das rendert jetzt. Das habe ich gestern aufgenommen, hier auf dem PC-Setup mit Izzy. Auch mein Motion-Rennsimulator habe ich schon wieder kurz benutzt. Es ist einfach so nice. Aber jetzt erstmal Frühstück. Auch nach 4 Monaten, Leute, Kaffeemaschine hat perfekt funktioniert und wir haben wieder die Bagels. Wir sind gestern noch einkaufen gewesen. Habe ich zwar nicht gefilmt, aber schon irgendwie mal Fotos gemacht. Seitdem schon ihre Kamera hat, Leute. Ich liebe diese Kamera. Ihre Insta-Story seitdem ist so krass. Jeden Tag nice. Da könnt ihr mal vorbeischauen. @JennyDakot auf Instagram. Packt sie mal in die Beschreibung rein. Da seht ihr auf jeden Fall auch viele Fotos hier von Mallorca. Und ja, gestern Abend sind wir auch mit unserem Playmeet nochmal einkaufen gefahren. Rein in den Supermarkt. Und da war ich so happy, als ich wieder die Bagels gefunden habe, Leute. Diese spanischen Bimbo-Bagels. Gibt's nicht in Deutschland, aber hier immer das perfekte Frühstück einfach. Also hier ist noch kurz genießen und dann jetzt an die Arbeit für uns. Einmal schön Staubsaugen alles hier. Johnny hat gesagt, wir müssen sofort mit der Arbeit anfangen. So war das eigentlich nicht gemeint, Leute. Aber okay. Handtücher, Bettwäsche. Es gab natürlich auch einiges zu waschen jetzt hier nach der langen Zeit. Aber anders als in Köln haben wir Waschmaschine und Trockner direkt oben drüber. Alles vom Vorbesitzer übernommen. Das noch so, so und klar, fertig. Und jetzt geht es an meine eigentliche Arbeit. So sieht es nämlich bei mir aus, Leute. Das ist Alltag. Mittlerweile 17.16 Uhr. Ich war Großteil des Tages einfach hier am Schneiden. Aber selbst das ist hier im Gegensatz zu Köln halt so nice. Weil ich meine, schaut es euch an, Leute. Ja. Wenn ich meinen Blick nur leicht vom Monitor nach rechts lenke, ist da schon das Meer. Zwischendurch will ich mal kurz nach draußen gehen, die Sonne genießen. Es ist einfach ein anderes Leben hier auf Mallorca. Mittlerweile 18.41 Uhr, Leute. Und schaut mal hier. Was passiert da unten? Geht ihr spazieren zusammen oder was macht ihr da? Wir schauen uns mal mit den Pool an. Oh, die Katze, der hat den Weg verpasst. Die war außen lang. Die ist so süß. Die hat doch streichen können. Oh, sie läuft mir auf jeden Fall die ganze Zeit hinterher. Ich glaube, die denkt sich, wann ist wieder Abendessenzeit? Hast du schon was gegeben? Ja, Leute, aber ich habe euch ja schon im letzten Video letztes Jahr, als wir noch hier waren, gesagt, dass sich hier viel verändern wird. Jetzt hätte ich euch gerne heute schon alles gezeigt, was neu ist. Ist noch nicht fertig, ja klar, im Pool ist schon richtig viel passiert, aber auch das noch nicht fertig. Auch da das Deck, ne, das wird noch fertig neu gemacht. Wir bekommen neue Outdoor-Möbel. Hier unten die Verkleidung wird, glaube ich, krass. Auch das hier, ne, das kommt komplett weg. Das ist so ein Sonnenschutz, aber ihr seht, das ist auch nicht mehr so richtig schön. Aber wir haben jemanden gefunden, der es gerne haben möchte, der holt das ab, baut das ab. Also perfekt, weil wir haben das eh nicht genutzt und dann kriegt das zumindest eine gute Zweitnutzung. Und ein kleines Update, Leute, schaut mal hier, es ist schon weg. Wir hatten gerade eben die zwei Mallorquiner hier, die haben das Ganze abmontiert, abgebaut, zu sich ins Auto gebracht. Unsere Katze war ein bisschen skeptisch bei der ganzen Geschichte, warum hier nichts mehr ist, aber es sieht jetzt schon so viel besser aus. Auch von da oben hat man jetzt auf einmal den Blick eben nochmal viel schöner runter und man sieht, wie viel Platz hier eigentlich ist. Also perfekt, um da auch einen Whirlpool noch hinzustellen. Ihr wisst, viele Pläne. Ich hätte euch gerne jetzt hier schon irgendwie ein vollständiges Update gezeigt. Aber wie immer, wenn man irgendwas baut, glaube ich, in einem Haus, es verzögert sich. Insbesondere, wenn man noch irgendwie zwei Länder dazwischen hat, nicht immer da ist. Aber ich meine, man sieht zumindest, wie Sachen passieren, wie es Fortschritte gibt und es wird am Ende richtig, richtig nice. Und ja, ansonsten legen wir uns hier so langsam wieder ein. Wir waren auch vorhin noch am Strand da hinten. Die Wellen waren so krass hoch. Also jetzt gab es ein bisschen Windstill, aber da hinten waren so krasse Windböen. Richtig cool, da so entlang zu spazieren. Die Sonne scheint. Wenn ihr noch mehr irgendwie vom Haus sehen wollt, irgendwas Spezielles, schreibt es mal rein in die Kommentare. Oder wenn ihr noch Vorschläge habt, was man hier vielleicht machen sollte, auch gerne rein in die Kommentare. Das ist immer noch der absolute Traum, dass wir hier zum Teil leben können. Natürlich auch dank euch. Deswegen teile ich das auch so gerne hier, dass wir so ein bisschen das so zumindest als gemeinsames Videoprojekt noch haben, dass ihr in der Form so ein bisschen daran teilhaben könnt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Um das nicht zu verpassen, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, kriegt eine Benachrichtigung, wenn das neue Video kommt. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.